Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Hope Lake. So, wie beim letzten Mal schon angekündigt, werden wir jetzt Emily weiterhelfen, soweit es denn geht. Den langen Weg habe ich erstmal alleine zurückgelegt und wir sind ja schon hier angelangt, am Strand, wo Emily mit in ihrem Boot ist oder in welchem Boot auch immer. Ja, und dann jetzt mal hinter. So, Emily, hier sind wir wieder zurück. Wir können dir jetzt helfen. Hier, da fehlt ein Teil. So. Sortiere die Teile des Schlosses und setze die Bilder zusammen. Ja. Dieses Schieberätsel. Aber immerhin haben wir hier größere Lücken. Aha, das Boot scheint dann hier so hinzugehören. Ja, das lässt sich gar nicht verschieben. Aha, okay, jetzt erkenne ich wohl so langsam die Schwierigkeit. Ach, da gehört die Frau hin, die Mrs. Brown. Und der Peter gehört auf die andere Seite. Hier, Moment mal. Aber dann stimmt doch das hier nicht, oder? Warum sind hier die Tester? Da gehört das Boot auch noch irgendwo anders hin. Nee, aber das kann ich ja nicht verschieben, das Boot. Okay. Ja, ich würde mal sagen, die Beine gehören irgendwie nach unten. Ach nee, Moment. In der Mitte gehört gar nichts hin, oder nur das Boot. Und eine Figur gehört links und eine gehört rechts hin. So, ja, okay. Ja, okay. Und das da, wo gehört das hin? Das kann ich gar nicht erkennen, was das sein soll. Ach so, nee, Moment. Ja, aber das muss auch irgendwie weg. Nee, ich muss den Platz hier auch noch ausnutzen. Nutzt alles nix. Ach, jetzt sehe ich das auch. Oder? Das ist ja hier so bläulich hier. Naja. Wie auch immer. Moment, ich muss das da wohl... Ah, Moment, das da? Das leuchtet hier auf. Dann gehört das wohl... hier hin. Ja, oder auch nicht. Was ist denn das hier überhaupt? Naja, ich weiß es nicht. So, mal das hier weg. Ja, aber wie soll ich jetzt den Kopf hier von dem Peter da hinkriegen? Ja. Ah, das wird jetzt wieder schwierig. Ich mag solche Schieberätsel nicht, ne? Also, nee. Das schien mir jetzt etwas einfacher zu sein, aber ist es doch nicht. Na gut, ich probiere auf jeden Fall erst mal weiter. Ja, gut, aber... So, jetzt erstmal den ganzen Peter wieder dahin. So, und das da auch darüber. Okay. Ja, aber... ja, ich glaube, das ist da schon richtig. Ne, Moment mal, das ist noch... Moment, also, nee, der Peter besteht aus vier Teilen und die Frau auch. Ah, dann gehört die Frau also da links hin, wenn dieses Teil da aufleuchtet. Okay, die Mrs. Brown. Ja, okay, und der Peter gehört dann rechts hin. Aber wie kriegen wir, nee, Moment. Wie kriegen wir den denn da hin? Okay, also er gehört dann mit den Füßen auf jeden Fall nach da unten. Da, ja, siehst du, das leuchtet auf, okay. So, das gehört dahin, aber zunächst einmal... Ach ja, genau, das gehört dann dahin, aber wir müssen ja diese Teile dann noch rüberkriegen. So, ja, und das gehört dann dahin. So kriegen wir das hin, okay. Also jetzt weiß ich zumindest mal das. Dann muss der Kopf von Peter dahin. Das muss auch noch weg. Oh, wie kriegen wir das denn hin?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wir müssen den Peter erstmal hier ganz rauskriegen. Ja, gut. Leichter gesagt als getan, ne? Tja. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt machen sollen. Da ist irgendwie immer noch ein Teil zu viel. Muss man das dann nach oben und das wieder weg? So. Ah, Moment mal, das sieht doch gut aus hier. So, jetzt sind nämlich die zwei Teile schon mal da, wo sie hingehören. Das weg. Das so hin. Moment, gleich noch weiter weg. So, okay. Erstmal da Platz machen. Jetzt muss das obere Teil vom Peter wieder hierher. Da kann ich jetzt erstmal das da wegschieben. Moment, das da nochmal eben zurück. Um Platz zu machen. So, okay. Das wieder nach da unten. So, erstmal das hier noch weg. Noch weiter weg. Ich brauche den Platz, nämlich. Moment. Hier, so, ja, genau. Das da, dahin, 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 dahin. So, der Peter ist komplett. Dann kriegen wir die Mrs. Brown auch noch komplett. Irgendwie. Ich weiß nur nicht wie. Moment, erstmal, na? Nee, das macht doch alles gar keinen Sinn. Das da, die Füße da unten. Ach so, Moment, da. Ah, kann ich wahr, ich muss ja, nee, ich muss ja mit dem Kopf anfangen, der muss ja zuerst da rein. So. Das da. Moment. Erstmal so. So, Moment. So. Und jetzt das da. Jetzt müsste es gehen. Okay. Ja, doch. So geht's. So, und, endlich. Nee, doch noch vertan zum Schluss. So, jetzt hier. Okay, jetzt haben wir den Topaz. Okay, jetzt haben wir alle fünf. Okay, Emily, halten Sie den Wahnsinnigen auf. Ja, das machen wir. Jetzt können wir die Kette reparieren. Jetzt müssen wir schnell noch die Kette suchen. Oh, wo war das nochmal? Das war irgendwo im Haus. Diese Richtung. Ganz rein. Und ich glaube in diese Richtung. Ah, im Keller war es nicht. Da, oh ne, da war es auch nicht. Dann noch weiter zurück und dahin und dann da nach links. Wir gucken einfach mal. Wir finden das schon. Ich kann natürlich auf der Karte nachsehen. Ja, aber das will ich nicht. War hier die Kette? Ach, da drin. Da ertönt ja die Musik. Nö. Das war's auch nicht. Das war das Bücherregal, das ich aus Versehen weitergeklickt habe. Aber. Ist das die Schallplatte hier? Nee, also hier war es jedenfalls nicht. Da müssen wir da mal gucken. Das ist der Unterrichtsraum. Nee, da war's doch auch nicht. Nee. Das haben wir schon alles durch. Ja, okay, dann müssen wir eben woanders hingehen, nämlich mal in diese Richtung. Doch, hier, ja, das sieht doch so aus. Hier, da oben, Moment, ich muss erst die Leiter hinschieben. Ja, da ist die. So. Jetzt haben wir die Halskette und... die kriege ich jetzt mit. Okay, und was mache ich damit?
ja, weiß ich nicht. Was kann ich jetzt mit der Halskette machen? Keine Ahnung. Ich muss mal da gucken. Da am Boot kann ich was machen. Am Strand. Aha. Okay. Gehen wir da wieder hin. Ich wüsste zwar jetzt nicht, was wir da machen können, aber gut. Nee, nee, andersrum. So, genau. Ah, oh, das ist... Oh, das ist fies. Stopper Peter und Tante Emily. Das müssen wir gewiss mit der Pistole machen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ja, und warum nicht? Ich muss Peter ablenken. Die Halskette wird sicher seine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Okay, dann die Halskette. Peter, you want this necklace? Then let Emily go. Peter, du brauchst doch diese Halskette. Zu spät. So, fangen. Ja, genau, fangen sie. Ja, gut gemacht. You underestimate me, Peter. Okay, das war's. Ja, schön. Ja, da ist das Spiel also zu Ende. Ich hatte jetzt gerade eine kurze Unterbrechung, also ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Schnittfolge alles so hinklappt, aber macht da nichts. Ein paar Worte zum Schluss kann ich auch so noch loswerden. Ihr habt jetzt oder seht gerade die Entwickler nochmal, sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Also viel gibt es nicht zu sagen. Es ist ein wunderbares Spiel, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Rätsel waren, ja, ich würde sagen, nee, richtig schwierig waren die nicht. Teilweise waren sie zu einfach, ja, das stimmt. Aber okay, ne? Insgesamt war es ein richtig tolles Spiel. Ich fand es grafisch also und atmosphärisch einfach so wunderbar. Oh, also ich freue mich, dass ich das Spiel gespielt habe und dass ich auf das irgendwie gekommen bin. Ich weiß nicht mehr wie, aber ja, irgendwo bei Steam eben gesehen. Und ja, also ich kann es nur weiterempfehlen. Also lasst euch, also meine übliche Empfehlung, ne? Lasst euch ein bisschen Zeit, wenn ihr das Let's Play jetzt hier bis zu Ende geschaut habt. Und dann kauft es euch und dann könnt ihr es selbst nochmal spielen. Und dann kennt ihr natürlich schon einiges, aber es ist immer noch schön. Und für, also das Spiel ist, das hat Potenzial, dass ich es nochmal spiele. Irgendwann so für mich einfach mal. Und ja, okay, mit dieser Empfehlung will ich das Let's Play auch dann beschließen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und wir sehen uns dann in einem meiner weiteren Projekte. Bis denn, also tschüss.